Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart Wii. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin David und ja, wir machen heute weiter mit unserer Spiellizenz im Singleplayer und machen heute den Stern Cup. Wir haben im letzten Part schon gesagt, dass Betrugsspiel kommt mit leisen Schritten, aber es kommt. Heute nehmen wir bei Weimar Wario. Und dann ist es so die Frage, wen habe ich noch nicht, was fehlen noch für Charaktere? Und dann geht das lustige Charakter fehlsuchen los. Das sieht mal. Nehmen wir das jetzt einfach mal. Nehmen Automatik driften. Und nehmen heute, wie gesagt, den Stern Cup, der besteht aus Stasis Piste, Cooper Cup, Blätterwald und Vulkankroll. Let's go, meine lieben Damen und Herren. Ich bin gespannt. Bleiben erzählt es gar nicht mal mehr so viel Cups. Ja, ich glaube, das wird ganz cool, aber wie gesagt, Betrug, man merkt es. Drücken wir es so aus, freundlich gesagt. Man merkt, dass der Betrug kommt. Aber man gewöhnt es langsam auch an das Spiel dran. Das ist das Schöne. Und ganz kurz mal Stopp, weil, sorry, aber der Ton ist bei mir richtig krasse laut eingestellt. Ich hoffe, dass der bei euch nicht allzu leise ist. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das jetzt bei Videotals wer nur einsetzen. Ob dich das gut anhört, wie es ist. Das hörst du nur am Ende dann in der fertigen Aufnahme. Man kann dann kurzfristig entscheiden, ob jetzt hier keine Ahnung, irgendwie eine halbe Stunde Aufnahme für die Tonne ist oder nicht. Hier sind Mies an der Seite. Das ist witzig. Allerdings habe ich die Strecke noch nie mal neben gespielt. Deshalb bin ich hier gerade mehr als nur scheiße. Deshalb. Bitte einfach nicht wundern, falls es jetzt hier in dieser Runde nicht so gut laufen sollte. In diesem Rennen. Also driften ist ja mal überhaupt nicht. Aber dieses Hubdings gibt es schon, ist aber interessant. Ah Gott! Wie gesagt, ich kenne mich auf dieser Strecke hier null aus und driften wir beim Kart richtig am Arsch, habe ich gerade gesehen. Also da ist jetzt ja einiges, was ich mich eingestellt habe. Ja, die trifft natürlich gleich mal nur Mist, deshalb ist der fünfter Bin. Alles sagt halt, Betrug kommt. Was ist denn das für ein Item hier? Alles klar. Hauptsache, der Stern kommt erstmal nur auf Miss hier. What the fuck? So, jetzt geht der Kurs raus und nicht mal so in die Derzeit erst. Und natürlich fahr ich hier in die Banane. Jetzt geht mal alle weg hier. Fuck. Irgendwas muss ich machen, damit das Power-Item wegkommt. Wurde so unter meinem letzten Part kommentiert. Das muss ich nochmal durchlesen bis zum nächsten Mal. Weil ich hab's vergessen. Nein. Was war jetzt auch mal verreckt an meinen Bananen hier? Das heißt, lol. Einfach so ein Fuck, natürlich tut mich das auch mit dem. Aber hier ist einfach so die dritte Erstler-Bombe in diesem einfachen Rennen ist. Und das in, gibt euch das mal 50 CCM. 50. Ich will erst gar nicht wissen, was mit 150 abgeht. Ich glaube, der letzte Part von diesem LP mit ein paar Zahlen, wo es 150er Hubraum fahr. Vier Rennen. Und übelst straight. Ich glaube, das wird erst so. Das mache ich im letzten Part. Es wird da so ein richtiger 150er CCM-Raum Red-Part. Die vierte Erstler-Bombe! Sag mal, was ist denn das hier? Also, jetzt fang es erst an zu. Das ist doch nicht mal normal, Junge! Vier Erstler-Bomben! Vier Stück! Nicht irgendwie eine! Nicht zwei! Nicht drei! Nein, fucking vier Stück im einen Rennen! Im 50er CCM-Raum! Digga, der Raids ist surreal. Alter, wie wird das dann bitte schon erst im allerletzten Part, wenn ich mal den 150er CCM-Reim Raum ausprobiere? Aber Alter, es ist halt übertrieben viel. Vier Stachy-Panzer oder auch Blue Cells genannt, die da auf einen hinbrausen, ist gar nicht abnormal hier. Überhaupt nicht. Mal sehen, vielleicht mache ich raus sogar noch ein Together irgendwann mal. Also ich weiß es. Ich mache aus diesem Projekt definitiv mal irgendwann ein Together. Einfach weil ich Bock habe, dieses Game hier mal in Together zu let's playen. Aber
Ich weiß noch nicht wann und das wird auch unabhängig von diesem derzeitigen LP sein. Aber ich will Mario Kart Wii noch nicht ganz abschließen, weil... das war knapp, dass ich das Zeichen überhaupt überlebt habe, also mache ich es nicht nochmal, David. die Tracke kann ich aber allerdings schon vom 3DS. Mal sehen, ob die genauso besessen ist. Und deswegen wollte ich eigentlich, dass es nach hinten losgeht. Die hat es wenigstens jemand treffen können. Und so brauchst du die ganze Zeit Mühe durch die Gegend. Wobei, ich glaube, das trifft sogar den ersten, wenn mir nicht alles täuscht. Ich weiß nicht, Also den letzten, meine ich. So, wie gesagt, die Strecke kann ich mehr oder weniger, abgesehen von den komischen Elektropropellern von dem 3DS tatsächlich so nicht. Das so, ich kenne die da einfach her. Weiß auch gar nicht, ob das auf der Wii eingefüllt wurde oder vielleicht auf dem Gamecube oder Gameboy Teil, weil die habe ich beide tatsächlich auch noch nie gespielt. Wird es dieses Jahr definitiv nachholen, habe gesagt, Gamecube und Gameboy Teil werden irgendwann im Laufe des Jahres gespielt. Also Mario Kart Double Dash für Gameboy und Mario Kart Super Circuit für den Gameboy. Da fehlt mir eigentlich nur von Mario Kart 8 im Originalen die Grand Prix. Dann hätte ich alle Mario Karts durch. Also mache ich definitiv dieses Jahr. Und dann bin ich zufrieden soweit mit dem, was ich habe, ne? Aber ich mache von Mario Kart 8 definitiv nochmal, weil das konnte dann als ich loaded in Anführungsstrichen Mario Kart 8 Deluxe ansehen, weil wie man Mario Kart 8 Deluxe LP damals begonnen ist, war es qualitativ sonst ansatzweise so, dass ich sagen kann, ich bin zufrieden mit dem Let's Play und deshalb will ich Mario Kart 8 halt so nochmal die ganze Strecken durchfahren. Höchstens in 8er Teil, damit ich den halt auch mal hab, weil, oder es macht 8 Deluxe Loaded, das weiß ich jetzt noch nicht, aber irgendwie sowas in der Art. Weil ich, wie gesagt, jetzt einfach noch nicht mal zufrieden bin mit dem, was es da hatte damals. Am Mikrofon total übersteuert hat und die FPS halt in den Videos schlechter waren als irgendwas anderes. Also, nee, ging gar nicht. Ihr sollt mir übrigens nicht gegenkommen, sonst sieht es ein bisschen ungesund aus für einen, by the way. Oh Wunder. Ich hoffe echt, dass es nicht so laut wird, Mann. Ich weiß, dass es nur ein bisschen ist. Oh Gott, hier kann man ja runterfahren. Hä? Was? Wieso? Was zum Fuck? Wieso kann man da das gegen tun? Verstehe ich nicht, aber bitte. So. Da ist Bescheid. Ich will definitiv 2019 alle Mario Kart-Teile soweit abschließen. Dass das passt. Ne, bis bescheid. Dann bin ich zufrieden damit. Dann haben wir ja wenigstens eine Reihe, die sogar eine von meinen Lieblings-Nintendo-Reihen ist, hat zum abgeschlossen. Marker Tour kommt ja auch was eines. Irgendwas, Leute sagen zum März oder sowas raus, sobald es rauskommt. Wird das natürlich für mich direkt in die Let's Play am Release. Hab heute auch so dieses neue Elgato Screen Link geholt zum Aufnehmen von Mobile-Titeln. Das habe ich mir jetzt mal gecrappt, damit ich es dann directly hab, wenn das Spiel das halt. Also, Mario Kart Tour steht übrigens auch nichts mehr im Weg. Wenn es Online-Modus hat, wird das auch ein nettes, tolles, neues Online-Let's Play. Deshalb warte ich da auch mal, bevor es ein neues Mario Kart Online-Projekt, also bevor es Mario Kart 8 Deluxe Online anfangen, war das erstmal, ob es nicht Mario Kart Tour irgendwie Online-Modus gibt, was war nicht glaube. Auch so im Handy, zum klassischen Online-Modus, auch falls es dann geben sollte, würde ich sehr natürlich jetzt playen, weshalb ich nicht Mario Kart erstmal warte, wenn Mario Kart 7 endet ja morgen am Sonntag, leider wegen Hackern und weil mir alles blöd ist, endet Mario Kart 7 Online eben morgen. Um 12 Uhr ist glaube ich der Part oder so. Und das ist dann mal ein großer Abschiedspart von dem Projekt von Mario Kart 7 Online. Dann endet das. Und ich werde dann, dann eher erst auf Mario Kart Tour, glaube ich, abwarten. Weil ich wollte Mario Kart 8 Deluxe Online nochmal wieder unten machen. Aber ich glaube, ich warte erstmal. Ich weiß noch nicht. Entweder es warte halt ab. Ich wollte es eigentlich behalten, den Panzer, damit das nicht mehr nicht passiert. Entweder es warte halt nochmal ab auf Mario Kart. Ich kann es auch von. Ist das ehrlich? Also entweder es warte, wie gesagt, ab, ob da nochmal was kommt, Mario Kart Tour Online, oder es fangen halt trotzdem Mario Kart 8 Deluxe Online nochmal reloaded an, weil man kann ja beides gebrauchen. Mal sehen. Weiß jetzt noch nicht. Ich mag den Sonntag voll gern fast sagen hier und hab gerade ein bisschen Husten. Merke es gerade.
Ah, super, hoffentlich erkält es mich jetzt nicht. Das wäre nämlich das Unnötigste auf der Welt. Was ist jetzt? Was könnte passieren? Geht's hier lang? Nee. Geht's nicht. Also die Dinger sind bitte erst noch ein bisschen ungewohnt hier. Weil ich denke, da geht's lang und man geht dann gleich in diesen Gravitationsloses Dings über. Hab grad kein Pal, wie das heißt. Wisst ihr, was ich meine? Diese blauen Streifen auf der View, wenn man drüber fährt und dann irgendwie schweben kann und so weiter. Wisst, was ich meine? Offensichtlich aber nicht schnell. So. Und das war ja. Eigentlich konnte ich auch diesen Mario Kart 8 Wii U Ding Reloaded und Together machen. Er wollte es wenigstens vom Original unterscheiden. Nicht jetzt hier in der. Als ob die Erstler-Bombe mich gerade nicht getroffen hat. Was zum Fuck? Wie habe ich das überlebt, Alter? Wie? Wieso bin ich da nicht abgestürzt, Digga? Das ist so legendär. Dann ist das Perspilot doch einmal auf meiner Seite. Kann dies heißt nicht mal weitergehen, statt hier irgendwie die ganze Zeit stehen zu bleiben? Eieiei. So. Ja, vielleicht mach sogar von Mario Kart 8 ein Reloaded. Also wenn ich das mache, halt erst Together mal sehen. Und ich jetzt noch keine Mario Kart Together Projekte gebracht, nur einzelne Parte. Wird es ja anbieten. Mal sehen. Dann aber natürlich 150er CCM Raum oder gespielt oder sowas, weil Mario Kart 8 haben wir schon alle in uns drinne. Muss ich tatsächlich mal sehen, wie sich das anbietet. Ja, wie gesagt, mal sehen. So. Hier muss man jetzt halt schauen, dass man hier keine Summan machen. Sagte ich und fuhr erst eine volle Kanne in der Banane rein. Super, ich will nämlich Erster werden hier. Dann wäre ich mein erster Platz, mit, wenn es da ist, hier schon das dritte Rennen ist, und vier, glaube ich, wäre mein erster Platz eh gesichert in der Tasche. Aber muss man aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Muss man meinetwegen mal kurz abbremsen, aber dann geht das auch. Und diese Riesenameisen stellen hier eigentlich auch kein Problem her. Also der Druck hält sich in Grenzen, also ist schon da. Das war irgendwie gerade für meine erste Bombe und so ein Quatsch. Aber es für Mario Kart, die, was ich da alles so gehört habe, hält sich erst in Grenzen. Aber wie gesagt, kann sein, dass es einfach noch kommt. Vor allem, wenn ich es dann doch mal 150er CCM Raum ausprobieren werde. Ein Part! Das war jetzt hier Betrug. Ich bin aber trotzdem noch erster hier. Lull. Ja, gut, das ist halt auch wieder. Das heißt, es hat hier mir auch getroffen, weshalb ich dann trotzdem erster bleib. Das ist angenehmste daran hier. Help. Ja. Ich glaube, ich schaff die Runde auch mal als erster hier. Legendär. Gut, du hast viel geschafft und wurde erst danach abgeballert. Dann geht das ja. Gerade noch. Gut, gut. Dann let's go ins nächste. Zur gleich letzte Rennen, glaube ich, in diesem Cup. Lel. Ich werde echt mal schauen, ob ich dann so ein lustiges Together-Projekt draus mache. Oh Gott. Also aus Mario Kart 8, wenn es das Reloaded dieser kommt. Sommer war seine. Sommer klingt doch ganz gut für dieses schöne Reloaded. Und das ist eine von meinen Hasstrecken. Ach Gott, die kann ich von der Wii U. Oder Switch. Und die ist da auch eine von meinen Hasstrecken. Also hier einfach erst Rest an. Also hier werde ich abkacken und zwar so richtig. Also gut, dass es in den ersten Rennen relativ gut war. Die ähnelt aber erst noch sehr tatsächlich der Version von der Wii U. Hätte ich jetzt ursprünglich nicht gedacht. Bis auf eben diese Gravitationsfelder da, wie die heißen. Keine Ahnung, wie die Fachbegriff heißen. Habe ich mich gerade meine eigene Banane getroffen? What the fuck? Wird dann auch noch so gejagt. Aber bis auf dieses Gravitationsfeld-Dings. Gleis. Gleiser Soundtrack. Gleise beschissene Salze, die einen hier erwartet. Die sogar fast ein bisschen krasser ist. Was soll, ob hier die Abkürzung auch sinnvoller ist? Was ist das? Ich meine, ich will den Luigi wegmachen. Will den auslösen. Töten.
umbringen. Das stimmt, bei Mario Kart 8 kann man da irgendwie fliegen. Und da über das Ziel da fliegen, über das eine Feld da. Luigi, wär's dann vielleicht mal, wenn du nach vorne saust. Er sagt nach hinten, aber Kopf hoch ist er da in Angelegenheit hier. Ja, und in der dritten Runde fallen die alle Erdplatten nämlich runter. Und man ist dann richtig im Arsch, wenn man einer drauf ist. Das kennen wir alles schon. Aus dem View-Teil oder Switch-Teil. Ja, jetzt kommt hier wieder sowas. Das ist ja nicht mal, erst nicht mal feierlich. Ja, wie das auch nicht mehr feierlich ist, und einfach kein Weg hat, irgendwie daran sinnvoll vorbeizukommen. Und Hilfe, was ist denn hier alles an brennender Scheiße? Das ist ja schlimmer als in irgendeinem Mario Kart Level. Mario, 2D Land World New Super Mario Bros. Forever Level hier. Das ist ja nicht mehr schön. Sag ich ja, und in dem dritten alle abgefallen. Also in der View-Version fallen die alles wissen durch ab. Aber da ist echt nichts Neues, dass die auch mal in der zweiten Runde oder so sind absehen. Hier jetzt eben schon. Hier ist jetzt dann einfach eben dritte. Das ist hier. Den sind die aber auch ab. Also in der ersten sind sie dran, in der zweiten Runde, in der dritten sind sie ab. Joa. Halt kleinere Piste. Schlechtere Bedingungen. Wenigstens habe ich nicht mal einen Mitstreiter hier im Arsch kleben, sondern die sind alle gleich weit hinten. Hab hier aber doch wieder diese Feuer gesessen. Das ist deshalb. Und auch wegen diesem Betrug hier. Einer der schlimmsten Stellen meiner Meinung nach im ganzen Spiel. Weil, Digga, schaut mal, was hier abgeht. Das ist doch nicht mehr normal. Deshalb verfluche ich diese Version. Also die generell einfach. Man steht da drin und kommt der S0 raus. Nee, geht gar nichts, aber die anderen haben offensichtlich noch krassere Probleme als es. Darauf mag ich diese eine States wirklich überhaupt nicht, weil dieser eine Teil einfach so übelst heftig ist. Nicht so toll. So, aber damit haben wir ja den Cup hier, glaube ich, hier erfolgreich offiziell überlegt, wie es mir überlebt, wie es mir scheint. Haben wir gut gemacht. Ja gut, dabei noch sollte mir noch keinen Schlussstress hier ziehen, aber es scheint ja ganz erfolgreich gewesen zu sein. Ja, ich glaube, wenn wir in Vierern Erster geworden sind, brauchen wir jetzt kein Mathe-Genie sein, um irgendwie rauszureißen, dass wir eventuell Erster geworden sind mit dem Ergebnis, ne, wer weiß. So rein theoretisch möglich, wollte ich mal sagen. Das hatte Kombi an Leuten, die gewonnen haben, ja. Hey! Wir haben den Pokal, den Rangsee mit 80 Punkten. Sehr schön. Ja, ne, und damit bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Part. Die haben jetzt einen Special Cup freigeschaltet, kommen ja auch alle noch. Das war's mit dem Part soweit. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao!